Grüß Gott! Schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Willkommen hier auf dem Channel Mikey von Baird, gehostet von Darklink bzw. Dark1 Inc., twitch.tv/dark1link oder youtube.com/thedarklink88. Der einzig wahre Superstreamer. Der Mikey von Baird ist aktuell leider nicht erreichbar bzw. hat seinen Posten als Streamer gerade verlassen. Deswegen übernimmt jetzt ihr professionelles Team quasi die Pausenvertretung für ihn. Sie werden nun unterhalten mit entspannenden Geräuschen, tollen akustischen Signalen und viel faszinierenderem Gameplay, als sie es bei Mikey von Baird erwarten würden. Bitte seien Sie nicht verwundert, wenn der Content einen unangenehmen hohen Niveaupegel hält. Dieser wird natürlich wieder eingerissen, wenn Mikey von Baird die Kontrolle wieder übernimmt. Wir wünschen nun viel Spaß mit dem Programm und wünschen einen angenehmen Abend. Danke. So, ich schmeiße mal hier meinen Stream an, weiß nicht, blende das auch nochmal rein, natürlich nicht. Ach, weil Mikey nix kann er. Da denkt man, weißt du, das wäre irgendwie sowas, der hat 2000 Armerstunden und hat gefühlt, keine Ahnung, der sollte eigentlich die ganze Zeit nur Schnuller im Kopf haben, weil er keine Ahnung von dem Spiel hat. Genauso mit OBS oder beziehungsweise Streamlabs, der streamt jeden Tag fast schon, ne, also der streamt wirklich jeden Scheiß und wie oft der streamt und was nicht alles. Und aber Erfahrung hat er, als würde er quasi ganz frisch mit der Software dabei sein, also da fragt man sich auch einfach auf verschiedenen Ebenen, was der für Alzheimer haben muss. Wie vergesslich der ist und wie technisch abgewandt der einfach ist. Völlig abgehangen von allem, was irgendwie, weiß ich nicht, es ist einfach, Mikey ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Person, wirklich. Sehr schwierig auch damit quasi zu arbeiten, sage ich mal, in Anführungszeichen. Man muss halt immer wieder irgendwie den Kontakt erstmal herstellen, dass man durchdringt zu seinen letzten verbleibenden 3 Gehirnzellen. Also er hatte ursprünglich ja nur 2, die dritte hat man ja noch nachträglich eingepflanzt. Das war quasi so erster Versuch mit Schimpansengehirn, da versuchen, das groß zu züchten. Hat mehr oder minder gut geklappt, hin und wieder hat er Aussätze, aber im Großen und Ganzen funktioniert's. Ja, und da muss man jetzt einfach halt immer wieder sich drauf einstellen, dass man da auch alles immer ganz langsam erklärt und vorsichtig und dass man halt technische Details, also was einfach nur, weil der Mikey halt da kommt sonst nicht hinterher, den hängt man sehr schnell ab. Also das ist, als würde man, wenn man denen eine Story vom Alltag erzählt, das ist, als würde man ihn dazu zwingen, im Rollstuhl einen Hürdenlauf zu rennen. Das ist einfach eine Herausforderung und die kann er nicht immer meistern. Deswegen muss man im Alltag sehr viel Vorsicht nehmen, aber gut. Wem erzähle ich das? Ich meine, wem erzähle ich das? Ihr schaut es euch ja an. Ihr schaut es euch ja freiwillig an. Seit fast einer Stunde guckt ihr dem Typen vielleicht zu, ne? Oder, ich meine, ich rede hier sowieso Schall und Rauch und Leute, die es wahrscheinlich nicht interessiert. Ich glaube, die 3 Zuschauer, das sind Mikey, Sandy und ich. So, das war's. Ich würde auch wahrscheinlich einfach erstmal das Profilbild von ihm ändern, den Namen natürlich. Mikey von Baird ist ein scheiß Name. Ich würde das Profilbild natürlich ändern. Ich meine, er heißt Mikey von Baird, hat das Profilbild Mikey LP und es ist überhaupt nicht erkennbar, was das darstellen soll. Das ist ein komischer Banner da, komplett hässlich, passt auch gar nicht, raus. Dann, wie er seine Beschreibung macht, ist ein Schmutz, ja. Ist einfach scheiße geschrieben, ist einfach alles kacke, würde ich komplett ändern. Ich würde einen Streamplan aufsetzen, ordentliche Moderatoren und natürlich Spiele spielen, die auch Leute sehen wollen. Ich meine, das hier guckt kein Mensch, so mal ehrlich. Der Typ ist auch nicht lebensfähig. Was darf sie mal nicht sagen? Ist direkt wieder angekratzt. Der schafft's nicht alleine durch den Alltag. Aber ganz leise Musik hat er, glaube ich, das Stream, ne? Ich habe nämlich gerade mal mit dem Stream-Sound angemacht. Nicht, dass ich hier laber, aber am Ende hört man gar nicht, was ich sage. Das wäre eine Frechheit. Einen wunderschönen guten, naja, Nachmittag. Es ist Mittwoch, es ist 14.27 Uhr. Wir spielen eine Runde Minecraft. Ja, mein Ziel in dieser... Also ich habe tatsächlich eine Stunde Zeit um 14.45 Uhr. Ja, muss ich erst noch Feierabend machen, weil ich dann unterwegs muss. Aber mein Ziel ist es bis dahin, eine Rüstung zu bauen und in die Dark Den zu gehen. So, ich will mal eine gute Wolfsrüstung machen. Da hinten sind ein paar Wölfe. Ich nehme auch ein paar Cobblestones mit, vielleicht bauen wir das Shock-Off-Ding jetzt zu. Ich würde sagen, keine Zeit verlieren, let's go. Oh nö. Geh weg. Na, wo bist du? Tja, Kollege, hier kannst du mir gar nichts. So, auch noch ein bisschen Fleisch zum Essen. Da hinten ist noch einer. Komm, den knibbeln wir auch nochmal eben weg. Hey, da kommt er. Na? So, haben wir hier noch irgendwo einen? Nein. So, auf jeden Fall Wölfe wegknibbeln. Im Übrigen, die Shoggoths, die spawnen ja nur, wenn wir in der Nähe sind. Sind wir nicht in der Nähe, spawnen die Viecher nicht. Komm, das nehmen wir mit. Oh ne, das ganze Hanf wollte ich jetzt gar nicht abbauen. So, ich will auf jeden Fall die Wölfe da hinten wegmachen. Weil die brauchen wir für die Rüstung. Oh.
So, wo waren sie denn? Da sind sie. Wolfies! Aua, tu es nicht. Gut. So, wo waren die Shoggoths? Da sind sie. Die dürften theoretisch jetzt noch nicht spawnen. Ich hasse diese Viecher. Scheiße. Junge, Junge, Junge. So, wait. Ab hier dürften sie wieder despawnen. Oh, keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall jetzt wieder zurück nach Hause. Dann despawnen sie auf jeden Fall. So, mein Plan ist es, wir brauchen hier irgendwann diese Schockerfüllen. Lol. Okay, ich darf. Oh, Scheiße. What the fuck? Es regnet und es ist dunkel, das war doch eben noch hell. Naja. Wir gehen schnell mal zurück und knacken eine Runde. Auf jeden Fall, mein Plan ist es jetzt, die Shoggoths zu untergraben und die von unten anzugreifen. Wieder Gewitter? Alter. Moin, Spinni. Aber wait, wo du schon mal hier bist. Hui. Moin, gute Nacht. Oh, der Regen hört nicht auf. Raw Wolf Meat, das können wir ja essen. Ach, guck mal. Das Problem an der ganzen Geschichte jetzt wird sein. Wolfspelz. Nur drei? Ich glaube nicht, dass das für eine großartige Rüstung reichen wird. Auf jeden Fall das Problem, was wir haben werden, ist, da wir keinen Rucksack oder so bauen können, werden wir unser Inventar ziemlich schnell leer klumpen. Oh, wo ist das Animal Fett? Da. Raw Shark Meat, ja, das kann ich noch nicht. So, wir nehmen uns auf jeden Fall ein Stack Steine mit. Weil die werden wir gebrauchen. Holz wäre auch nicht schlecht. Oh, komm, ja, auch wenn das anderes Holz ist, Hauptsache Holz. So, die Sticks behalten wir. Das ist hier
Unsere tragbare Matratze, die brauchen wir auf jeden Fall. So, die Kartoffeln können wir gleich raufhauen. Sobald das hier fertig ist. Vorbereitung für die Reise. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo das ist, wie weit wir müssen und wann wir wieder da sind. Ich hoffe im Übrigen, dass wir überhaupt wieder zurückfinden. Lol, Karotten kann ich auch braten. Nein. Och, Mann. Also das, was wir, warte mal, guckt, Wolfsmeat. Das, was wir am wenigsten haben, muss zuerst weg. Ich liebe dieses Lied. Metro Exodus, geiles Game, geiles Soundtrack. Einfach nur alles geil. Hat übrigens geschneit heute Nacht. Jetzt haben wir gerade draußen so um die minus 1 Grad. Heute Nacht wird es bis minus 10 Grad. Das wird richtig kalt heute Nacht. So, ich will mal gucken. Was kann ich denn so mit Shark-Scheiße machen? Spawner Schwarz. Offenbar nix. So. Armor. Wolf's Hood. Oh. Ich kann leider nichts machen. Nicht mal Schuhe. Wow. Da irgendwie Black Bear Pelt. Okay, das ist tatsächlich ein bisschen belastend. Oh, Leder. Wir haben 16 Leder. Eine Hose habe ich. Fernbrust 1, 2, 3, Fernbrustpanzer reicht es nicht. Gut. Geil. Wow, Lederrüstung ist richtig geil. Schade. Naja. Wo zeigt der hin? Naja, gut. Selbst wenn er zum Spawn zeigt, finden wir zurück. Ich hoffe nur, dass der Kollege überhaupt irgendwo hin zeigt, wo es Sinn macht. Wait. Backpack. Oh nö, hätte ich das vorher gewusst. Plus 2, 0,2 Armor. Okay.
Okay. Okay. Wir brauchen ein bisschen Leder. Okay, wir bereiten vielleicht jetzt erstmal nur vor und gehen dann im nächsten Stream in die Darklands. Weil Backpack wäre schon nicht schlecht. Wir werden unsere Schafe dezimieren, weil da haben wir am meisten von. Warte mal, ich ziehe aber die Rüstung aus. Keine Lust, die jetzt schon hier... Mehr dürfen wir nicht. Nee. So. Jetzt haben wir daraus auch ein bisschen Leder. Craft wird ein wunderschön Backpack und vielleicht reicht der Rest hier für einen Brustpanzer. Das glaube ich zwar nicht, aber naja. Wieder so viel Müll hier. So, warte mal. Das nehme ich, das kann hier rauf. So, zack. Jo. Gut, dann wollen wir mal nur mal wieder Leder machen. Wie war das noch gleich? Leather. Hier. Very taunt, dried hide, salted. Raw hide, ah. Mit dem Ding hier. Jut. Wird schon wieder Nacht. So, Salz. Ich um mein Salz. Ja, und Wasser wäre auch von Vorteil. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Leder machen ist ätzend.
Wow. Hallo, Raptor 88984. Ich weiß, Raptor reicht. Na, wie geht's? Lang nicht mehr hier gewesen. Scheiße, das Ding ist leer. Ich will doch nur in die Darklands, damit ich diese scheiß Shadow Gems kriege. Das wird sowieso noch Pain genug. Erstmal die Darklands finden, dann die Viecher töten, das Ganze überleben und heil wieder zurückkommen. Oh, wow. Oh. Bisschen krank, wie geht's dir? Irgendwie sind sie alle krank. Ich sag mal so, ich hab hier eigentlich diese Woche Urlaub, aber ich war gestern von um 5 bis um 19 Uhr auf Arbeit, weil 3 Leute ausgefallen sind. Aber mir geht's bestens. Danke der Nachfrage. Ich mach nebenbei in dem ganzen Chaos auch noch meinen Anhängerführerschein, also die BE-Führerscheinerweiterung, also. Ich habe genug um Ohren, deswegen geht dieser Stream auch nur bis 15.45 Uhr. Dann muss ich erstmal Feierabend machen. So, weiter geht's. Leder, Leder, Leder. Leder, Leder. Da. Zack. 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 Deswegen kommen bei mir auch im Moment nicht so viele Streams. Oder ich streame im Moment nicht so oft. Weil, wie gesagt, ich einfach keine Zeit habe. Gegen das leer, Mann. Ich weiß, ich könnte das auch unter Wasser machen, aber ich habe keine Lust, immer wieder aufzutauchen. Und dann kommt zwischendurch so ein dämlicher Hai vorbei, der mich dann angreift und tot macht, weil diese Viecher irgendwie insane viel Schaden machen. Hui. Dann macht's doch am Wasser. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt hier von der Oberfläche Wasser wegnehme, ist hier fließendes Wasser, weil ich ein Modpack spiele und da kann ich von der Oberfläche kein Wasser wegnehmen. Deswegen muss ich es unter Wasser machen. Wenn ich nämlich von Unterwasser Wasser wegnehme, beeinflusse ich die Struktur des Wassers nicht. You know? Ich weiß nicht, ob du das Modpack hier kennst, das heißt Zevtech Ages. Ich stelle gerade Leder her. Im normalen Minecraft klatschst du dafür ein paar Kühe aus dem Leben. Hier musst du egal welches Tier töten, die droppen Pelz. Dann musst du das Pelz mit irgendeinem komischen Apparello, den ich gerade vergessen habe, wie der heißt, nochmal bearbeiten. Dann musst du das salzen, dann musst du... Ach, Leder herstellen ist ätzend. Kannst ja trotzdem da sein, du musst da nicht so lang. Ach, weißt du, jeder Gang macht schlank und jeder zweite geht in die Breite. Ich betätige mich stets sportlich. Auch im Computerspiel. Schon wieder leer. Wait, das ist doch gar nicht getrocknet. Mach hin! Blub, 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 blub. Es ist getrocknet. So, warte mal, gib mir erstmal die Viecher hier. So, dann können wir noch mal wieder ein bisschen aufhängen.
Und es geht weiter. Na, 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 na. Zack. Zack. Wow. Das ist schon. Das ist mir noch nie passiert. Ach ja, gute Besserung im Übrigen, ne? Total vergessen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Zwei meiner Kollegen haben Coroni, die haben sich das irgendwo hergeholt. Und die andere liegt mit Magen-Darm flach. Und theoretisch wäre eine andere Kollegin auch krank, aber die schlägt sich da durch. Schon wieder leer. Immer noch nicht getrocknet. Zack. Hui. Im Übrigen, wir sind ja noch im Early Game. Ich habe dieses Modpack zwar schon zweimal gespielt, trotzdem habe ich keine Ahnung mehr von diesem Modpack. Das kann im Late Game noch ziemlich lustig werden. Weil ich so lange überhaupt spiele. Ich habe jetzt einfach nur mal so mit Minecraft angefangen, weil ich Bock auf das Game hatte. Ich habe auch gerade Bock auf Wolfenstein, auf Tomb Raider, auf Bioshock. Ich habe gerade auch so viele... warte mal, was muss ich denn jetzt hier machen? Oh, ich hasse Leder herstellen. Ach ja, Ground Resin. Ja. Ja, noch ein bisschen. Das ist kein Ground. Wie macht man nochmal Ground Resin? Ach ja, die Scheiße auf die Milfstone packen. Auf den Grindstone. Den Milfstone haben wir noch nicht. Warum ist die Musik leer? Mach weiter. Oh, es ist trocken, da können wir gleich wieder nachlegen. Leder herstellen ist ätzend. Hier wird vieles noch ätzend werden. Erst wenn wir ins Industriezeitalter kommen, wird hier einiges erleichtert, weil wir dann vieles automatisieren können. Aber wenn wir im Industriezeitalter kommen, da beginnt auch schon mal eine Lostheit, weil, wie gesagt, ich habe absolut keinen Plan mehr von diesem Modpack. Wir werden uns mit dem Mod Tinker's Construct, da werde ich mich ein bisschen mit aufhalten, weil das ist irgendwie, das ist mit Abstand mein Lieblingsmod. Tinker's Construct mit der Schmelze ist mein Lieblingsmod. Mit Abstand. Da werde ich mir erstmal eine richtig geile Rüstung zaubern. Dafür müssen wir aber in den Nether und ein paar Blaze Rods und Magma Slimes umprügeln. Und ich sag mal so, ich hasse den Nether. Ich kann auch nicht unterscheiden, ob der Nether Vanilla Minecraft ist oder ob das durch den Mod so ist. Aber der Nether ist richtig ätzend. Ich hasse den Nether. Ich habe keinen Plan von Vanilla Minecraft. Ich habe noch nie Vanilla Minecraft gespielt. Immer nur Modpack. Und ja, Feed the Beast kenne ich. Habe ich auch schon gespielt. Aber von den ganzen Mods, ich habe Feed the Beast, Crackpack gespielt, Zevtech Ages. Von den ganzen Modpacks ist mir Zevtech Ages, ist für mich Zevtech Ages das Geilste. Ich habe zwar überhaupt keinen Plan von diesem Mod. Das ist auch eigentlich ein Mod für die erfahrene Minecraft-Spieler, der ich nicht bin. Aber ich liebe Zevtech Ages. Da habe ich eine Herausforderung, weil so Vize Beasts oder Crackpack, das ist so... Dafür bin ich zu unkreativ, weil da kannst du von Anfang an schon gleich alles craften, was du willst. Das kann ich bei Zevtech Ages nicht. Ich brauche ja mal einen Achievement-Baum, der mich durch das Spiel bringt, weil sonst baue ich mir ein Haus und weiß nicht mal, was ich das ganze Spiel über machen soll. Deswegen spiele ich auch kein Vanilla Minecraft. Es wird im Übrigen schon wieder dunkel. Weil ich bin zu unkreativ für Minecraft. Ich habe in Feed the Beast, in Crackpack und in den letzten beiden Zevtech-Anläufen viermal das gleiche Haus gebaut, weil ich einfach zu unkreativ bin, ein neues Haus zu bauen. Das hier ist jetzt das erste Mal, dass ich einen anderen Baustil versuche. Sieht bis jetzt noch scheiße aus. Der wird in Zukunft auch scheiße bleiben. Weil ich habe absolut keine Ahnung. Ich will eine Burg bauen, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie ich eine Burg baue. Deswegen, ich sag ja, für Minecraft bin ich zu unkreativ. Deswegen muss ein Modpack her, was mich so ein bisschen fordert. Und das tut Zevtech Ages perfekt. Ich bin vielleicht manchmal ein bisschen zu überfordert.
Zum Beispiel, wenn ich Shoggoths töten muss. Ich hasse diese Viecher. Jedes Mal, wenn ich einen Shoggoth sehe, kriege ich Gänsehaut vom Feinsten. Ich weiß nicht. Das ist bei anderen Menschen kickt bei Spinnen die Arachnophobie und bei mir ist es das bei Shoggoths. Ich hasse die Shoggoths und bei diesen Unterwassertempeln diese komischen einäugigen Riesenfische, die da rumschwimmen. Die kann ich einfach nicht sehen. Ich weiß nicht, wenn ich die Viecher sehe, kriege ich eine Gänsehaut. Ich werde versuchen, die Shoggoths zu töten, aber wenn ich das nicht hinkriege, dann werde ich den Shoggoth-Tempel auf Peaceful raiden. Weil, ich weiß nicht, das ist... Ich kann die Viecher nicht sehen. Hallo? Nimm die Scheiße da runter. Danke. So. Weiter geht's mit Leder. Habe ich schon erwähnt, dass Lederherstellung ätzend ist? Salz brauche ich übrigens nicht mehr. Das kann ich gleich wieder in die Kiste packen. Oh, pardon. Mein Gott, was ist denn mit der Musik los? Mach doch mal weiter hier. Und hör dich nach jedem Dings auf zu spielen. Warum habe ich eigentlich nur so wenig Lieder in der Playlist? Ich hätte schwören können, damals mehr Lieder in der Playlist zu haben. In meiner Fuba-Playlist. Aber ja, ja, nicht. Damals, ja. Schon war noch alles echt aus Holz, nicht? Toll, ist schon ein paar Tage her. Oh nö, das Wasser ist schon wieder leer. Oh, Hass! Der letzte Zevtec-Durchgang ist ein Jahr, über ein Jahr her. Ich glaube, ein Jahr und drei Monate. Da habe ich das letzte Mal Minecraft gespielt. Hallo, ein Hai hier? Kein Hai. Das ist The Great Genesis. Im Übrigen ist das die Minecraft-Playlist von Gronkh. Gut, ich habe ein paar eigene Lieder dazugepackt. Aber es ist im Grunde genommen, die Playlist ist von Gronkh inspiriert. Ich bin ein Riesenfan von seinem Minecraft-Projekt. Ich nehme es mir zwar immer wieder vor, es mir nochmal wieder anzugucken, ein drittes Mal. Aber ich habe einfach keine Zeit. Einfach keine Zeit. Eines seiner besten Projekte, die er je hatte. Das ist auch, als er damals die Folge 200 rausgebracht hat, bin ich auf seinen Kanal aufmerksam geworden. Oh, damals, da war ich noch klein und unschuldig. Was laber ich ja eigentlich von der Scheiße? Und dann habe ich mir die ganzen 2000 Folgen gegönnt. Ein Jahr später habe ich mir das ganze Projekt nochmal... Er hat ja plötzlich abgebrochen nach Folge... Weiß ich gar nicht, da ging es einfach nicht mehr weiter. Finde ich bis heute schade und er sollte das Projekt weiterführen. Na gut, ich meine, wenn das jetzt weiterführt, ist es nicht mehr das gleiche wie damals. In Minecraft hat sich so viel geändert, also eigentlich brauchst du für Minecraft kein Modpack, kein Mod mehr. Weil, wie gesagt, in Minecraft hat sich so viel geändert. Ich weiß hier in Zevtec auch nicht, was ist Vanilla Minecraft, was ist nicht Vanilla Minecraft. Ich kann es einfach nicht unterscheiden. Auf jeden Fall, das Minecraft-Projekt und das GTA-Projekt von Gronkh, das waren einfach die besten Projekte, die es auf ganz YouTube gibt. Auf ganz YouTube gibt es keine besseren Projekte als das alte Minecraft-Projekt von Gronkh und auch das damalige GTA-Projekt. Ah, mit Sarazard, da Ameisen 24 und Co. Oh, herrlich. Ja, ja, die guten Leute ist heute nicht. Und das Minecraft-Projekt, ich nehme es mir immer wieder vor. Ja genau, Kohle, 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 tralala, Kohle, Kohle, schuppdidu. Oder Gräben sind zum Graben da. Oder die Hühnerhöhle, sie evil schicken. Oh, herrlich. Aber ich nehme das immer wieder vor, das Projekt anzugucken. Fang immer wieder an mit Folge 1 und ab Folge 20 breche ich dann ab, weil dann habe ich hier keine Zeit, da keine Zeit, dann kriege ich da nicht weiter, dann verpasse ich da den Anschluss und ja. Folge 1 habe ich bestimmt schon 20 Mal gesehen. Mit der Spaghetti-Scheiße.
das eine Ende vom Telefon durchkacken, sodass auf der anderen Seite nur die Spaghetti-Scheiße durchkommt. Das, ich finde den Spruch so geil. Und ich fühl's komplett. War das Folge 1 oder war das Folge 2? Auf jeden Fall, ja. Ich habe mir auch vorgenommen, in meiner Urlaubswoche nochmal wieder die Serie Haus des Geldes zu gucken. Die habe ich auch schon zweimal geguckt, die finde ich auch mega geil, aber ich sag mal so, angefangen bin ich bis jetzt noch nicht. Wenn ich die Serie hier nämlich jetzt gucken würde, würde ich jetzt nicht hier sitzen und Minecraft spielen. Oh, so, der letzte Spatenstich hier. Oh, ich habe noch ein Salted-Dings da. Ach nee, was mache ich denn hier? Komplett verwirrt. Hä? Ich bin durch? Ich glaub's ja nicht. So, jetzt mal fertig hier! Hui! Ah ne, muss ja noch ein muss ich noch. Ein muss ich noch. Auf jeden Fall, als ich damals auf das Minecraft-Projekt gestoßen bin von Gronkh, wie alt war ich da? 15? Das ist schon so lange her, ey. Das ist über 10 Jahre her. Ich bin alt. Daran merkt man, dass man alt ist. Das ist so lange her. Das ist, ja, das ist einfach, das ist fucking 13 Jahre her. Das Projekt ist 13 Jahre alt. Und immer noch eins der besten auf YouTube. Und da kann egal welcher YouTuber kommen, keiner hat ein besseres Projekt als das Minecraft-Projekt von Gronkh. Da gibt's nichts Besseres. So, jetzt mal fertig. Oh, und dieses Lied erinnert mich an meine Arma 3 Zeit. An Real-Life-RPG. Das müsste die 4.0 gewesen sein, da habe ich das Projekt beendet. 1.Real-Life-RPG 1.0, 2.0, 3.0 gespielt und in der 4.0 habe ich das Projekt beendet. Ach, die Arma, Mann, also damals... Alter, ich klinge gerade richtig so wie so ein alter Mann, ich weiß nicht, macht das der, spricht der gerade der Energy Drink aus mir? Ist das hier fertig? Ach, scheiße! Das ist ja schon die ganze Zeit. Hä? Warte mal, ich glaube, ich bin gerade lost, oder? Ja, geil. Ich bin einfach nur dumm. Das war die ganze Zeit fertig. Mann, ich bin gerade... Ich kann entweder reden oder machen, aber beides gleichzeitig geht nicht. Bin nicht Multitasking. Eva, was ich sagen wollte, ist die alte Live-Zeit auch damals noch. Rentner. Hören Sie mal, junger Mann! Gut, ich meine, ich bin auch wirklich alt. In nicht mal ganz 2 Monaten werde ich 28. Meine alte Live-Zeit damals, die war auch geil, ey. So viele geile Momente gewesen. Hätte ich Zeit, würde ich auf meine alten Folgen alle mal reacten, die mir alle mal angucken, so live im Stream und so weiter. Ich habe keine Zeit, aber ich gucke mir ab und zu mal so kleine Szenen an und ich muss darüber immer noch lachen. Auch wenn meine Performance unter aller Sau war, ich hatte teilweise nur 20 FPS in den Game. Aber ey, war einfach geil. Damals nicht. Das ist auch schon 13 Jahre her. Ich mache den Scheiß ja schon seit 13 Jahren. Und, naja, bin immer noch nicht durchgestartet damit. Weil den Scheiß, was ich hier mache, keiner sehen will. Aber ist mir egal, ich mache das nicht, weil ich damit Geld oder irgendwie verdienen will. Ich denke mir mal, wenn ich sowieso spiele, kann ich auch einen Stream nebenbei laufen lassen. Entweder guckt sich das jemand an oder das guckt sich keiner an. Ich zwinge ja niemanden dazu. Hui. Oh, jetzt geht's ab hier.
gemacht. Mega geil. Voll richtig actionreich hier. So, weg damit, ist das fertig, geil. So, du bist fertig, du musst neu aufgehangen werden. So. Warte mal. So, Salz brauche ich nicht mehr, das kann weg. Wir knacken mal kurz eine Runde. Gute Nacht! Oh, Jungs, Jungs, Jungs. Ground Resin brauche ich auch nicht mehr. Zirk. Wait, was machst ihr denn in der Holztruppe? Bin ich doof? Das gehört hier rein, der Scheiß. So. Mal warten. Das ist die Scheiße hier. Warte mal, in der Zeit gleich mal gucken. Warum finde ich die wie schreibt man schreibt man mit CK? Deswegen habe ich die nicht gefunden. Black Dye Powder. Okay. Wir machen erstmal den Basic Backpack. String, Tanga, Springlingeling. String, Tanga, String. Gut, das reicht schon. Oh, jetzt brauchen wir eine Kiste. Ne, warte mal. Ich brauche noch einen String. Jetzt erst ein paar Runden Fortnite. Alles klar. Ich wünsche dir viel Spaß, Kollege. Fortnite habe ich nie gespielt und werde damit auch nicht anfangen. Nicht, dass ich Fortnite nicht mag, aber ich bin einfach nur schlecht in dem Game, so wie in jedem Shooter. Mein Inventar schon wieder so voll gemüllt. So, gib mir mal die Kisten hier. Zack. Bisschen Elite Agentin, was? Ich habe keine Ahnung von Fortnite. Das Ding hier, das Ding da. Und dann zack, 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 zack. Und geil, damit haben wir einen Rucksack. Nice! So, wie funktioniert der? Setz mal auf die Kacke. Mist. Okay, der dient als... Müssen wir jetzt... So, wie öffnen wir den? Press Shift for more information. Sneak right quick. Hä? Okay. Keep the air to rename, sneak right click on to place. Ganz kreativ. Rucksack. Dann. Ah, nur funktioniert. Also okay. Groß ist er ja nicht, ne? Okay, dann machen wir diesen hier, der ist er weg. Alles klar. 0,2 Rüstung. Gut, die nächste Größe wäre mit White Dye Powder. Aber ich glaube, das ist nur die Farbe, oder? Backpack. White
Orange Magenta ist ein seltener Battle Pass Skin, der nie wiederkommen wird und halt aus Season 3 ist. Und Fortnite ist gerade bei Season 45 oder 35. Ja, nice. Geil. Oh, wir können auch Schilder bauen. Okay, ich glaube, das ist nur die Farbe. Wir werden es herausfinden. Wie macht man White Dye Powder? Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie wertvoll einige Skins in Fortnite sind. Ich meine, wenn der sehr selten ist und auf Season 3 ist und er nie wiederkommen wird, wird er wohl ein bisschen sehr wertvoll sein. Und, ja, damit hast du mit Sicherheit auch einen besonderen Skin, den nicht jeder hat. Oh, Bone Meal. Wie macht man nochmal Bone Meal? Ach komm, ja, wir nehmen einfach... Hier, wir haben doch die Dinger hier. So. Das ist Light Grey, aber ist ja scheißegal. Jetzt haben wir einen Rucksack in Grau. Okay, es ist tatsächlich nur die Farbe. Gut, wir können ihn nicht vergrößern, aber immerhin haben wir jetzt einen Rucksack, wo wir ein bisschen Scheiß reinbauen können. So. Leder. El Tuseida. Ich habe ein bisschen Leder. So. Ist ja nur mein zweiter Account. Achso, nur dein zweiter Account. Mein Gott, jetzt pack doch mal. Alter, die Scheiße da, wo es hingehört. So, die Kisten kommen hier wieder hin. Das kommt zu. Komm mal hier. Gut, dass ich kein... wie gehe ich nochmal? Nein. Da. Geil. Gut, dass ich keinen Brustpanzer gebaut habe. Den hätte ich nämlich nicht aufsetzen können. So. Warte mal, wir nehmen die Rüstung aber wieder ab, weil ich habe keine Lust, dass jetzt irgendein Viech kommt und uns hier wegbombardiert. Und die Rüstung dann schadet. Wir sollten im Übrigen ein bisschen Leder mitnehmen, damit wir die Rüstung reparieren können. So. Der Spar... Warte mal, wo hatte ich bis jetzt immer Leder drin? Hier, ne? So. Lol. Okay. Du weg. Das müssen wir gleich noch aufhängen. So, das kommt wieder da, wo es hingehört. Das Holz packen wir mal hier hin, Stein kommt dahin, Erde lassen wir im Inventar. Den packen wir, ne, da muss ich gleich noch was kontrollieren. Aber Farmland packe ich hier rein, die Sticks kommen hier rein. Ah, die Fire Sticks auch. Nice. Gut. Na, die zwei Leder warten wir noch ab und dann ziehen wir los. Den Kollegen hier, den muss ich nachher überprüfen. Du kommst dahin. Weil ich will wissen, wo der hin zeigt. Der zeigt ja in die Darklands und der müsste entweder zu unserem letzten Punkt, wo wir gestorben sind, das müsste irgendwo hier vorne sein. Oder zum Spawn, aber zum Spawn zeigt er nicht. Weil das Ding hier... hilft mir wieder zurückzufinden, wenn ich den nämlich nicht habe. Wenn ich nichts habe, was mich hierhin wieder zurückbringt, werde ich jetzt in die Darklands gehen und nie wieder hierher zurückfinden. Nie wieder. Weil ich einfach keine Orientierung in Minecraft habe. So. Wobei, wir könnten eigentlich auch ein bisschen Essen in den Rucksack packen. Wir müssen ja hier, guck mal. Warte mal. So. Das kommt alles mal hier rein. Alter, der Rucksack ist jetzt schon voll und wir sind noch nicht mal los gewesen.
Ich werde mir am liebsten jetzt auch ein Jetpack craften und dahin fliegen. Aber es gibt in diesen Age noch keine Jetpack. Ich meine, wir könnten in den Creative-Modus gehen und dahin fliegen, aber das wäre ja lame. Gut, ich gebe zu, ich sag jetzt ganz ehrlich was. Ich bin schon, als ich den letzten Stream beendet habe, bin ich im Creative-Modus ein bisschen in die Richtung geflogen, weil ich wissen wollte, was mich erwartet. Ich bin aber nicht weit geflogen. Ich weiß, dass da hinten ein Dorf kommt und da hinten ist dann nochmal ein Choggoth-Hideout. Den Choggoth-Hideout, den werde ich ignorieren. Ins Dorf werde ich gehen, auch wenn das total dumm ist, jetzt ins Dorf zu gehen. Weil wir da jetzt noch nichts Gutes finden. Was wir gebrauchen können. Aber da ich das Dorf sowieso schon getriggert habe, da ist jetzt so oder so schon alles gespawnt. Deswegen können wir da auch rein. Vielleicht finden wir ja eine Bibliothek, wo wir das in einen antiken Atlas umtauschen können. Ich wüsste zwar nicht, wofür ich den Atlas brauche, aber was wir haben, das haben wir. Weil ich glaube, im nächsten Age können wir Waypoints setzen, was jetzt noch nicht geht. So, komm. Lass mich jetzt noch ein letztes Mal schlafen und dann ziehe ich los. Ich weiß nicht, wie weit weg die Darklets sind. Ich habe keine Ahnung, ob wir da jetzt hinfinden. Aber wir werden jetzt losziehen. Wir haben Cobblestones. So. Wir haben den Kompass, der uns hoffentlich hierher zurückbringt. Wir haben unsere Sleeping Mat für zwischendurch zum Schlafen. Ja, ich war vergessen. Im Rucksack haben wir noch Essen. Wir haben hier noch Essen. Keine Ahnung. Ich würde sagen, warte mal, das Schwert repariere ich nochmal eben. Ich repariere im Allgemeinen nochmal eben alles. So, Leder haben wir auch, Rüstung anziehen. Ich meine, es ist zwar nur eine scheiß Lederrüstung, aber hey, immerhin besser als nix. Ich wollte eine Wolfsrüstung bauen, aber die konnte ich noch nicht bauen. Oh, ich wollte mir noch ein Boot bauen. Weil wenn wir so Überwasserpassagen haben, nehmen wir da lieber das Boot. Ja gut, es ist nur okay. Ich glaube, das Boot können wir knicken, weil wir keine Strings mehr haben. Wow, nein, alles klar, gibt kein Boot. Gut, dann machen wir es ohne Boot und ich hoffe, dass wir keine Haie begegnen, weil wenn wir einen Hai treffen und wenn ich rechtzeitig an Land komme, wird der uns zerfleischen. Und ich hoffe, dass die Darklets nicht so weit weg sind. Okay, der schickt mich dahin, wo ich hin will, alles klar. Zack. Ha! Digga, mach das nicht nochmal. Hab schon erwähnt, dass ich schreckhaft bin. Ich weiß im Übrigen nicht, ob wir jetzt richtig gehen. Joom Darklands Highland. Weil ich kann hier halt einstellen, wo ich halt hin will. So. Da wir kein Boot haben, können wir den Fluss nicht benutzen. So, let's go. Oh, nee! Oh, nö! Das fängt ja super an. Oh, ein Pferd! Okay, scheiß auf das Pferd. Operation Pferd machen wir dann, wenn wir es brauchen. Dann finden wir wahrscheinlich wieder eins.
Da ist noch eins. Ich versuche mal zu merken, dass hier Pferde sind. Hier sind sogar ganz schön viele Pferde. Okay. Ich merke, dass ich nicht dahin gehe, wo ich neulich hingeflogen bin. Aua. Oh, das ist aber gefährlich. Also mal gucken, ob wir hier oben auf dem Berg rauf können. High Ground zu haben ist immer besser. Das ist definitiv nicht die Richtung, in der ich gestern geflogen bin. Weil hier auch kein Dorf ist. Ich sag ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Kein Moment. So, da bin ich wieder. Wir gehen einfach mal da, wo uns der Kompass hinbringt. Hui. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Dorf kommt. Das Dorf war aber in der Nähe vom Fluss und wir sind schon lange nicht mehr in der Nähe vom Fluss. Ich hoffe nur, dass da keine Ozeanpassage ist, weil... Oh Scheiße, da ist ein Bär. Komm her, was willst du, hä? Was willst du, hä? Lol, seit wann haut ein Bär ab? Geil. Was bist du? Wir sind auf jeden Fall wieder Schafe. Wollen wir erst mal angucken, was das hier ist. Eine Garage, Flugzeughangar. Was ist das? Bodenblock, alles klar, nehmen wir ein paar mit. Knochen können wir immer gebrauchen. Gut, reicht. Ich komme vom Kurs ab. Wir müssen in diese Richtung. Da. Ich hoffe, dass uns dass mich der Death Compass wirklich nach Hause bringt. Kann das sein, dass das gerade Nacht wird? Ah, guck mal, was wir hier haben. Ein Fluss. Ein Bär. Na gut, nützt ja nichts, wir müssen hier rüber. Geronimo! Ich hoffe, kein Hai. Aua! Ein Hai! Lass mich! Lass das! Ach ja, wir können ja... Alter, mach mal das nächste, das geht mir gerade auf die Nerven. Da sind noch mehr Fische.
Pferde. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Hallo? Hallo? Wir haben hier keine Musik. Alles klar, ich habe sie ausgemacht, anstatt das Lied zu wechseln. Wölfe! Geil. Das wird sogar für eine Wolfsrüstung jetzt reichen. Gut, also ich sag mal so, wie es ist. Es ist ein komplett anderer Kurs, als ich beim letzten Stream geflogen bin. Aber hier steht Darklands Highlands. Deswegen werde ich wohl auch in den Darklands ankommen. Und da bist du wieder. Willkommen zurück. Da ist ein Choggoth-Fighter. Den ignorieren wir aber. Wir töten erst Choggoths, wenn wir sie töten müssen. Solange lasse ich die Viecher in Ruhe, weil ich werde dabei wahrscheinlich 10 Herzinfarkte bekommen. Hallo, Schildskiller. Servus. Grüezi. Was haben wir hier? Oh, Lava. Die brauchen wir später auch noch. Könnte ich jetzt Waypoints setzen, hätte ich mir hier einen Waypoint hingesetzt. Aber es geht nicht. Oh, es wird dunkel. Dann sollten wir uns einen kleinen Nachtunterschlupf bauen, wo wir eben mal knacken können. Oh, da ist ein Sumpf. Geil. Ja, alles klar. Was ist denn das hier? Moin! Gut. So, zack. Zack, 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 zack. Alles, was wir nicht gebrauchen können, kommt hier rein. Du kommst da in die Ecke. Toll, geil. Der Rucksack ist jetzt schon voll und wir sind noch nicht mal angekommen. Der Postbote lässt auf sich mal wieder warten. Warte, da war das noch ein Paket. Wir sind noch nicht mal da angekommen, wo wir sind und unser Inventar schon fast voll wieder vollgemüllt, ey. Dumm, geil. Ein Feuerstick ist kaputt. So. Aber damit haben wir jetzt sowieso eine fucking Brand. So. Du kommst hier hin. Hallo Welt. Ja, wichtig ist, dass meine Mutter nicht sehen soll. Oh, Weihnachtsgeschenk. Nice. Oh ja, die Post nicht. So, wir haben noch 15 Minuten Zeit. Mal sehen, ob wir bis ins Darkland schaffen oder ob wir abbrechen müssen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn ich es ins Darkland schaffen würde, weil dann baue ich mir schnell mal im Darkland eine sichere Behausung. Ich werde da eine Nacht schlafen, damit wir dann einen Spawnpunkt haben. Weil wenn wir jetzt sterben, werden wir genau hier wieder spawnen. Hoffe ich mal, denke ich mal. Oh, da ist der andere Feuerstick, alles klar. So. Neues Handy von mir, meinen Geschwistern und mir, alles klar. Nice. Ich hab noch gar kein Weihnachtsgeschenk für meine Mutter. Ich werd mal wieder einen Lindpralinkasten wie jedes Jahr. Oh, niemand. Jetzt müssen wir durch den scheiß Sumpf. Ich hab kein Boot, ich hab kein. Oh, da ist ein Druiden-Ding. Da dürfen wir nicht so. Oh, hier ist ein Sumpf. Da ist noch so ein Druiden-Ding. Die werden für später auch wichtig.
Ich weiß gar nicht, ob die tagsüber spawnen, aber die Viecher machen Schaden. Da ist noch so ein Druiden-Ding. Junge, wie viel gibt's hier? Oh, sind das da hinten schon die Darklands? Wäre geil. Fakt ist auf jeden Fall, da ist so ein Shoggoth-Ding. Lol. Im Sumpf sind die an Tag an der Oberfläche. Süh, da muss ich hier schnell weg, bevor die Viecher da rausgekrochen kommen. Das sind nicht die Darklands. Was ist denn das da? Das ist auch so ein Shoggoth-Ding. Sehr unheimliche Gegend. Ich mag diese Gegend hier nicht. So weit weg von zu Hause. Das sind noch nicht die Darklands. Da müssen wir Shadow Creatures jagen. Das sind die kleinen Viecher, die qualmen. Man kriegt zwar auch die Shadow Gem Shards von gibt es Krokos. Was ist Krokos? Da. Nochmal kurz was snacken. Irgendwie fühle ich mich gerade beobachtet. Digga, mach das nicht nochmal, Junge. Oh. Na, guck mal einer an. Na, sieh mal einer, guck. Man kann ja gleich mal nach der Bibliothek gucken. Bist du in Bibliothek? Du bist keine Bibliothek. Aber euer Holz und eure Fackeln klaue ich mir. Scheiß auf das Holz, die Fackeln sind wichtiger. Da hingen 4 Fackeln dran und ich habe jetzt nur... Oh lol, das sind die Fackeln, die kann ich nicht benutzen, weil die noch unfamiliar sind. Oh. Huh. Ja, die haben ja noch keine Türen, weil in dem Age, wo ich bin, gibt es noch keine Türen. Und Kisten gibt es auch noch nicht. Es ist eigentlich dumm, jetzt in die Dörfer zu gehen. Na, guck mal, wer bist du? Nicht. Moin. Ach Mann. Also Bibliothekare zu finden. Kann man im Metro. Ganz gut. In der Bibliothek. Aber die Viecher, die kaufen nicht, die töten einen nur. Auf jeden Fall habe ich hier in Minecraft noch nie einen Bibliothekar gefunden. Hallo? Doch, ich glaube, einmal habe ich einen Bibliothekar gefunden, aber dann brauchte ich den nicht mehr. Ha. Ha. Bist du ein Bibliothekar? Nein. Ha. Ich glaube auch nicht, dass ich hier einen Bibliothekar finde. Ich glaube eher, die sind eher so außerhalb von den Dörfern. Ha. Wer bist denn du? Ich komme bei euch nicht rein. Ich zimmer euch mal eben völlig kostenlos eine zweite Tür. Oh. Wisst ihr was? Ich scheiße auf euch. Ich brauche keinen Bibliothekar. Ich habe den wichtigeren Auftrag. Nö. Ich bin eine Spinne. Egal. Scheiß drauf. Dab, dab, da, da. Wir müssen in die Darklands. What the fuck? I think we see the Darklands. Yep, hier sind die Darklands. Nice. Gut, dann... Nice. Enter the Darklands.
Da will ich nicht reinfallen. Okay. Wir werden hier schnell mal eine sichere Behausung bauen. Jetzt ist noch Tag, da ist nichts los hier. Aber nachts geht hier ganz schön die Party ab. Warte mal, ich sollte das ein bisschen breiter bauen. Gut, wir haben mein Ziel in dieser Folge tatsächlich erreicht. Warte mal, die Shadow Creature, die schießen doch irgendwas, oder? Wenn ich mich nicht recht entsinne, was habe ich denn jetzt hier für einen Scheiß gebaut? Wenn ich mich recht entsinne, können die sich kurz stunnen. Wir brauchen im Übrigen so einen Baum. Im Übrigen glaube ich auch, dass es gerade dunkel wird. Meint hier in den Darklands ist es eigentlich immer dunkel. Wir nehmen auf jeden Fall ein bisschen Erde mit. Einen Baum müssen wir abgrabbeln, weil wir brauchen die Saplings und wir brauchen das Holz. Hier geht's nachts richtig. Ich weiß auch damals, in meinem letzten Zaftec Ages Run habe ich hier einen riesen, eine Grube ausgehoben, wo die Viecher reinfallen können, aber da ist nie ein Viech reingefallen. Ich weiß nicht, ob wir hier schon richtig sind oder ob wir lieber da oben auf dem Berg sollten, aber wir versuchen es erstmal hier unten. Ich weiß auch nicht, wie viele Shadow, also für den hier brauchen wir einen. Hier, Dark Gams, die Dinger müssen wir finden. Und für den hier brauchen wir einen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich noch mehr brauche. Ich weiß nicht, ich werde vielleicht erstmal 10 Stück sammeln. Ich weiß, 10 Stück klingt nicht viel, aber das wird absolut ätzend, die Dinger zu kriegen. Na gut, es ist einfach nur ganz normale Erde hier. Jetzt schlafen. Nice. Gut. Hallo. Weakness. Gut, und in der nächsten Nacht müssen wir auf Jagd gehen. Kein Dach. Das ist ja einfach nur so ein kleiner Unterschlupf. Wir werden jetzt nachts auch nicht mehr schlafen. Das ist ja nur so ein kleiner Rückzugsort, wenn die Viecher uns hier überrennen, dass ich hierhin zurück kann und in Sicherheit jumpen kann. Yeet. Weil, wie gesagt, nachts, das war nicht schlau. Nachts geht hier die Party ab. Und wir werden Teil der Party sein. Tagsüber ist hier nichts los. Ich wünschte, ich hätte noch ein bisschen mehr Erde tatsächlich. Erde.
Hallo. Wir sollen wir noch einen kleinen Schützengraben hier drum bauen. Wo die Viecher dann rein können. Und nicht wieder rauskommen. Boah, weiß ich nicht. Dafür fehlt mir gerade. Wir versuchen es erstmal so. Es wird auf jeden Fall nicht leicht. Moin. Warte mal. Na komm. Warte mal. Habe ich nicht irgendwie jetzt eine Musik, die hierfür passt? Nehmen wir den Metro-Playlist. Ja, ich mache sowieso gleich Feierabend. Und im nächsten Stream suche ich mir dann mal eine bedrohliche Musik raus. So, theoretisch haben wir schon alles, aber ich bin kein Fan davon, halb angefangene Bäume stehen zu lassen. Also, wir haben alles, was wir im Punkto Holz brauchen. Wir haben einen Sapling, der ist da gerade runtergesegelt. Wir haben ein bisschen Holz. Nehmen wir alles mit, weil dann brauchen wir mit Glück nie wieder in die Darklands. Das war schon. Habe ich länger in Erinnerung. Minecraft nie gerade nach unten buddeln, auch wenn es nur ein Baum ist. Gleich fertig mit Stream, oder? Ja, in 3 Minuten. Aber ich werde diesen Baum eben noch fertig machen und dann läute ich schon mal den Feierabend ein, weil die Nacht, die braucht noch ein bisschen. Dann können wir nämlich die nächsten 15 Stunden panisch hier im Darkland verbringen. Und wahrscheinlich keinen einzigen Shadow Gem kriegen. Oh, ich hasse das hier. Ich hasse die Darklands. Wäre doch nachher interessant, wenn wir die Nether müssen. Oder es gibt ja auch den Twilight Forest. Wobei der Twilight Forest geht eigentlich. So, da mein Rucksack komplett voll ist mit Müll, muss das hier im Inventar bleiben. Gut. Ich werde hier aber doch mal ein Dach drüber zimmern. Wobei, brauchen wir ein Dach? Wir brauchen kein Dach. Wir haben Fackeln. Ja. Ja, unfamiliar items. Das sind die ganz normalen Fackeln, die haben mit Kohle her. Da können wir diesen Age aber noch nicht benutzen. Gut, ich sage an dieser Stelle. Moment. Wow. Hui. Ich darf das ja, ist mein privates Spiel. Ah! Goll, da ist auch Schnee. F3 und F4 geht auch. Was passiert dann? Oh, da ist ein Shoggoth-Ding. Das ist gut zu wissen. Dürfen wir nicht zu nah in die Richtung. Das fehlt mir nur, dass hier Shoggoths ankommen. Hui. So, Slash. Game Mode Survival! Meine Fresse, wie war es? Zack. So, probier lieber auf dem Boden. Na gut, das weiß ich. Gut, F4 passiert irgendwie nichts, aber ja, hier kann ich die Koordinaten sehen und dies, das, alles. Ich bin aber ganz ehrlich, ich konnte in Minecraft noch nie was mit Koordinaten anfangen. Deswegen hat mir das auch nichts gebracht, zu Hause die Koordinaten aufzuschreiben. Von meiner Homebase. So, den brauchen wir jetzt nicht. Nee, eigentlich sollte Quick Change gehen. Okay. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Minecraft und davon viel. So, der bringt mich hoffentlich nach Hause. Wehe, wenn nicht, dann müssen wir neu anfangen.
So, du kommst wieder. Nein, du kommst wieder da, wo du hingehörst. Spannende Action-Musik setzt ein. Doch die Action fehlt. Deswegen haben wir nur die Action-Musik. So, aber ich sag jetzt an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei gewesen, hauen Sie rein, tüdelü. Vielleicht gibt es heute Abend noch einen Stream, ich weiß aber nicht ab wann. Wenn es heute Abend keinen Stream gibt, morgen kommt bestimmt nochmal wieder einer. Ich weiß es nicht. So, ich bin aber raus. Was sagt die Sonne? Ah, guck mal, werten nach dem nächsten Stream beginnt die Action auch. So, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Oh Gott. Ja. Vielen Dank fürs dabei gewesen, hauen Sie rein, tüdelü. Ende.